Moinsen YouTube, was geht in diesem Video? Island mit dem Allradcamper Teil 2. Ich starte in Eglistadir, fahre dann ein bisschen Richtung dem größten Gletscher Europas ins Hinterland, mache dann eine Mountainbike-Tour, fahre ins Hochland, probiere ein paar Pisten aus da oben. Der vierthöchste Wasserfall steht an, dann geht es ganz in den Osten von Island, da hat es eine Papageientauchersiedlung. Dann mache ich noch eine Monster Mountainbike-Tour und eigentlich reicht es jetzt auch, ne? Viel Spaß beim Angucken. Chaka, es ist vollbracht. Ich bin echt erledigt. 1,5 Stunden habe ich jetzt gebraucht mit Google Übersetzer und viel Hilfe. 29.000. Der Wagen voll ist, glaube ich, 2 Wochen. Aber waren auch viele Grundlagen dabei. Das sind 200 Euro. Das ist eigentlich fair für so einen riesen Karren voll, oder? Hätte mir mehr gerechnet. Moin YouTube, die erste Nacht auf dem Campingplatz im Hengifoss Guesthaus. Also hinter mir ist ein Guesthaus. Vielleicht mal Zimmer, Frühstück, Mittag, Abend und so weiter. Und sie haben noch einen Campground. Ich habe da gestern habe ich mich hier niedergelassen. Hier hat es Wi-Fi, Strom, Wasser, Dusche, alles da. Übernachtung kostet 15 Euro oder so, ist eigentlich sacke billig. Ich hatte noch nach einer Waschmaschine gefragt und einem Trockner, dann meinte sie, sie hat keinen. Und ich so, und da hat sie mir, ja, aber sie kann mir die Wäsche waschen für 3 Euro. Habe ich jetzt gerade abgeholt. Sensationeller Service, sehr, sehr freundlich, richtig klasse. Was hat sie hier? Auf den Campgrounds hat sie immer solche Häuschen. Da ist eine Toilette, Dusche, eine Küche drin und ein Aufenthaltsraum mit einem Kühlschrank. Das heißt, wenn du hier mit dem Zelt unterwegs bist, wenn ich auf dem Boden sitzen will, kannst du da rein und kochen und auch den Abwasch machen. Richtig toller Platz hier. Gut, dass meine Calvin Klein Unterhosen so gut erhalten sind. Das wäre ja echt peinlich sonst. Die Gegend ist für isländische Verhältnisse ziemlich stark bewaldet. Also hier wird ordentlich aufgeforstet. Was hat es hier? In die Richtung runter hat es das größte Kraftwerk Europas. Der Ingenieur in mir will das natürlich sehen. Und in die andere Richtung der höchste Wasserfall Islands. Von daher machen wir mal Ausflüge von hier aus. Da kommt das Wasser raus, sieht irgendwie unspektakulär aus, oder? Also da hinten am Horizont erkennt man so schneebedeckte Berge. Da ist der größte Gletscher Europas und da haben sie das Schmelzwasser in so ein paar Stauseen gesammelt. Dann da oben an der Kante lang, über 20 Kilometer lange Tunnel. Und dann fällt es hier senkrecht runter. Also sind so ungefähr 400 Meter. Und da vorne ist das Kraftwerk. Und da stehen wir gerade, da kommt es raus. Nee, da stehen wir, da kommt es raus. Ich glaube nicht, dass man das Kraftwerk besichtigen kann. Es gibt ein paar super Dokumentationen, wie sie es gebaut haben. Ich klopfe mal an der Tür an. Ich bin ja ein bekannter YouTuber. Vielleicht lassen sie mich rein. Es kam, wie es kommen musste. Der Pförtner hat noch nie was von mir gehört. Lässt mich nicht rein. Aber hatte ich vermutet. Schade. Ich wollte gerade sagen, ist das grandios hier, als mich eine Windböe erwischte. Also auf Bildern und Videos sieht es immer aus, nicht so, ja. Aber wenn man es dann selber erlebt, dann ist es echt eine grandiose Landschaft. Also herkommen! Bergauf und gegen den Wind. Das ist jetzt nur was für die ganz Harten. Wo trotz sehr freundlich empfangen, man sagt, da wäre eine Sauna drin. Schauen wir mal, ob es auch ist. Tatsächlich. Ho, ho, ho. Okay, Toilette. Das ist ja mal geil gemacht. Ach, ist das schön. Und hier geht's raus. Ein Hotpot. Ich muss natürlich gleich die Finger reinstecken. Ha! Das ist warm, geil. Leider habe ich keine Badesachen dabei. Lang ist schäckig. Mit Holzdach und die Nägel gucken noch raus. Wow.
könnte man in einigen Jahren ein ganz wunderbares Renovierungsvideo machen über diese Prachtstücke. Das ist wahrscheinlich richtig Geld wert, das Zeug. Nein, ich habe mir kein E-Bike gekauft. Das ist einfach Rückenwind. 25, nicht schlecht ohne Treten, gell? Hoch zu ist 1,5 Stunden, runter zu ist 20 Minuten. Wobei das ist viel stärker ist, der Wind, als vorher. Könnte sein, dass es thermisch ist und es dann sozusagen mittags immer stärker wird. Wir werden es beobachten. Vorne ist der Campingplatz. War eine geile Tour. Fett. Ich bin ja jetzt nicht so der Kochheld, muss ich sagen. Ne? Geht mir eher auf den Sack. Und meine Kochkünste bleiben weit hinter meinen kulinarischen Ansprüchen zurück. Auf Deutsch gesagt, das schmeckt alles nicht so, wobei das geht jetzt. Da mache ich jetzt aus dem Rest hier nachher noch Buletten. Von dem da wird der Rest eingefroren und von den Buletten auch. Und dann habe ich mehrere Tage Ruhe, weil das wird dann nachher nur noch erwärmt. Und so geht es hier auch mit Kartoffelsuppe und so weiter. Dann kommt man vor einem Ausflug zurück. Man muss nicht groß kochen, weil man hat was im Gefrierschrank. Das ist eigentlich jetzt für einen Hilfskoch gar nicht so schlecht. Vielleicht wird ja noch einer aus mir ein richtiger Mann. Was ich hier gemacht habe. Das ist für einen Hilfskoch auf gar keinen schlechten Niveau. Vor allem, ich habe die nächsten Tage Ruhe. Bolo-Soße bis zum Abwinken. Moinsen. Endlich ist das Wetter so wie eigentlich erwartet, nämlich Pisse. Das Lustige ist, du guckst, es gibt so eine Webseite, eine Wetter-Webseite. Das soll angeblich die beste sein. Und das, also heute sind wir da. Und das gute Wetter ist immer nur einen Tag oder zwei entfernt. Also seitdem ich auf Island bin, gucke ich hier drauf. Und da heißt es immer, übermorgen wird es bombig. Wir werden das weiter beobachten. Eigentlich wollte ich ja zum höchsten Wasserfall in der Gegend hier. Das pisst jetzt aber und er ist voll von den Wolken. Deswegen fahre ich jetzt mal ins Hochland. Da oben sind auch einige Straßen gesperrt, aber ich guck mal, wie weit ich komme. Da hat es eine coole Hütte mit Hotpots, die relativ dicht an den Gletschern liegt. Guck ich mir mal an. Isländisches Hochland im Regen. Ei, warum nicht? Aber es ist schifft gar nicht so schlimm wie gedacht eigentlich. Es ist nur ein leichter Niesel. Gilt als perfektes Sommerwetter. Die Isländerin holt den Minirock raus. Sieht man schon die Hütte. Und von da aus führt eine Piste zu dem Gletscher dahinter, aber die ist wahrscheinlich noch zu. Gott, gut, dass ich so langsam bin. Hey. Wahnsinn. So, die Laugafjell-Hütte. Wie man sieht, kommt man auch mit einem normalen Camper hin. Ist ein bisschen bumpy. Hier hat es Hotspots. Und ich gucke, dass ich hier die Nacht verbringe. Und LTE, der Pfälzerwald, kann sich einen abschneiden. Hotpot und Übernachtung ist gebucht. 2500, das sind 15 bis 18 Euro. Eher 18, glaube ich. Also, dass man hier steht und da badet. Und hier hat es eine tolle Wasserfallwanderung wird hier empfohlen. Ich pfeife mir jetzt was zu essen rein. Habe ja genug gekocht gestern.
dann machen wir Wasserfallwanderung, weil das Wetter ist eigentlich viel besser als befürchtet. Hat ja heute Vormittag geregnet, aber jetzt nicht mehr. Besser wird es hier nicht. Da ist man dann halt einfach nur noch sprachlos. Ne? Ja. Sag mal, Markus. Ja, Toni. Kann das sein, dass es hier nach nassen Iltis riecht? Echt? Und ich bin's nicht. Du meinst, ich muffel? Oha, ich habe mich ernsthaft gefragt, warum ich hier keine Freunde finde. Ist das ein Moos hier? Guck mal. Ja, jetzt aber, wie lange hast du schon nicht mehr gebadet? 1, 2, 3, 4. Was? Jahre? Alter, da wird's aber Zeit. Da draußen hat's einen Hotpot. Wie sieht's aus? Geh mal. Auf. Was braucht ein Wikinger im Hotpot? Mütze. Ohne Scheiß, da draußen pfeift der Wind und zwar richtig. Handtuch ist eigentlich was für Mädchen, aber ich bin jetzt gerade ein Mädchen. Ein Bier und ein Höschen. Die alten Wikinger wussten ja, was taugt, ne? So ein bisschen surreal, es ist ja schon so in 38 Grad warmen Pott mit einem gut alkoholfreien Bier und im Hintergrund der Gletscher. Krasser geht's ja nicht mehr. Ja, geil. Uah. Fett. Dauergrins. Da geht's zum Gletscher. Und das Auftauchen später wird unangenehm, weil pfeift schon ein kalter Wind. Da ist man so nass, andererseits ist man gut aufgeheizt. Moinsen! Bin immer noch an der Laugerfellhütte. Hab hier die Nacht verbracht. So ein Camper stand da auch mal neben mir. 2, 3 Zelte. Und in der Hütte selber kann man auch übernachten und Abendessen. Man sieht den schneebedeckten Berg da hinten. Wenn ich hier diese Schotterpiste hochfahre auf die Straße und dann links ab, komme ich dahin. Es gibt so eine Webseite über das isländische Straßensystem, da ist das noch gesperrt. Ich fahre jetzt mal hin. Kann ja sein, dass Realität und die digitale Welt auseinanderklaffen und ich kann trotzdem mal hin, weil das sieht nämlich schön aus. Da vorne rechts geht es dann nachher in ein Nachbartal und dann käme man unten am Meer raus. Das ist im Moment laut Webseite auch noch gesperrt. Gucke ich mir auch an, hätte den Vorteil, dass ich nicht die gleiche Strecke zurückfahren muss. Das da hoch ist die angeblich geschlossene Piste. Aber da da nichts dran steht, haben wir jetzt mal Eiern von rein. Ist ja auch harmlos wahrscheinlich. Ich habe ja keinen Luftdruck abgesenkt, deswegen ist das jetzt hier reichlich hobbelig. So, jetzt geht es wirklich nicht mehr weiter. Und ich glaube auch, das ist so mit die dichteste Stelle, wie man an den Gletscher drankommt, zumindest von der Seite. Dieses gesperrte Straßenschild gilt nicht für alle, glaube ich, ne? Aber das sind ja auch Einheimische, von daher. Da muss ich nicht lang. Ach, das frisch hier. Also wie man unschwer erkennt, ist die Straße da tatsächlich gesperrt, wie es auch auf der Webseite steht. Bevor ich jetzt hier noch weiter rumgurke, fahre ich die gleiche Straße wieder zurück. Es ist hier pfeift der Wind, aber sowas von brutal. Schön war es trotzdem hier oben. Das ist jetzt echt nicht wahr, oder?
Es ist so, dass meine Trekking-Schuhe, die sind erst ein halbes Jahr alt. Da habe ich heute Morgen schon einen Riss in der Sohle festgestellt. Dachte ich mir, dann ziehe ich halt die Wanderschuhe an. Und die lösen sich jetzt praktisch auf. Also ich verliere jetzt Gummi. Habe aber jetzt auch keinen Bock mehr, nochmal rumzudrehen. Jetzt ist sie ganz ab, 30 Sekunden später. Läuft sich aber eigentlich nicht schlecht ohne Sohle. Die kann ich ja dann gleich entsorgen. Alter, dann noch Schuhe kaufen auf Island. Das ist ja bekannt, die kosten ein Vermögen. Jetzt hoffe ich mal, dass sich die linke Sohle auch gleich noch ablöst. Sonst, ich laufe ein bisschen unrund, ne? Zentimeter tiefer. Das ist ja der Moment. Ohne Sohle ist auch gut. Der Hengifoss ist jetzt nicht der höchste Wasserfall Islands, aber immerhin der vierthöchste und er sieht spektakulär aus. Die Legenden sind wahr, die echten Wikinger hatten auch keine Sohlen. Ich will ja nicht wissen, wie es auf der Unterseite meiner Schuhe aussieht. Ich habe inzwischen einen gewissen, wie soll ich sagen, Materialeintrag, also Sand und Feuchtigkeit. Aber da ich ja jetzt oben bin, muss ich das Schuhwerk nur noch nach unten schleppen und meistens ist es okay, der Weg. Es gibt nur so ein, zwei Stellen, wo es übers Wasser geht. War es ein bisschen unangenehm. Also ganz viel Sand im rechten Schuh, aber ich wollte es jetzt auch nicht mehr auslernen. Also rechts hat es jetzt ein bisschen wehgetan, weil da viel Sand drin ist. Also ein bisschen Sand halt, ne? Oh. Opa hat ja immer alles mit Pattex repariert, also wenn der Radio nicht mehr ging oder der Staubsauger, Pattex. Aber ich glaube, das hilft hier nichts mehr, ne? Oh, das war die letzte Reise. Na, dann. Das LKW-Navi hat mich aus irgendeinem Grund auf dem Weg nach Osten von hintenrum durch die Brust um den Kirchturm gelotst. Das hatte allerdings auch den einen Vorteil, dass ich hier über diese Wellblechpisten brettern konnte, auf diese schneebedeckten Berge zu und der Laster liegt da auf der Straße wie ein Panzer. Das war total geil. Moinsen, ich bin in Pfadingsta, unaussprechlicher Name, ganz im Osten von Island. Habe ich mich gestern noch aus dem Hochland herverlagert. Die Wettervorhersage war für gestern mittelmäßig und für die nächsten Tage auch. Wenn es immer so mittelmäßig ist, bin ich äußerst zufrieden. Ich werde hier ein paar Tage bleiben, wahrscheinlich drei Nächte. Ist ein total süßer Campground, genauso wie ich es mag. Große Wiese, stellst dich hin, Drops gelutscht, also keine Gartenzwerge oder Jägerzäune, da kriege ich echt Pickel. Oder Hecken, wo jeder auf seiner Parzelle sitzt. Hier gehst du zum Nachbar, stellst einen Stuhl hin und schnackst ein bisschen. Ist irgendwie ziemlich lässig, kostet auch nur 10 Euro die Nacht. Was treibe ich? Da hinten die Berge und diese Berge da. Da gehen zwei Pisten drüber. Die da hinten ist so eine normale offizielle F-Road, also so eine offizielle Schotterpiste. Die ist aber noch zu für Autos, weil es ist noch zu früh im Jahr. Spricht aber nichts dagegen, dass man die mit dem Mountainbike fährt. Und dann kann man so eine Rundrunde machen über diese Berge und kommt hier unten wieder raus. Und da hinten machen wir die Tage auch die größte Papageientaucher-Siedlung auf Island. Also zumindest die, wo man relativ bequem hinkommt. Von daher bietet der Ort einiges. Pui, bin ich ein harter Wikinger. Also das meiste ist fahrbar. Eigentlich ist es gar nicht so steil, vielleicht 10%. Aber da bläst der Wind mit 20 Sachen genau von oben runter. Irgendwann ist dann noch bei einem 39-jährigen Mountainbiker die Luft raus. Aber sehr schön. Da oben kommt jetzt gleich eine Abzweigung. Und dann geht es ins Nachbartal. Ich bin beeindruckt. Also was richtig klasse ist, sind ja auch noch diese Schneereste.
So, bin fast am Ziel der heutigen Tour. Von da hinten komme ich her. Und wenn ich mir das so angucke, muss ich sagen, alter Schwede, bin ich ein harter Typ. Gut, dass meine Frau nicht sieht, was ich hier treibe, so ganz allein. Ah, da ist eine Wanderhütte. Die ist nicht bewirtschaftet. Und von dort aus geht dann ein Trail da über die Berge drüber. Das mache ich dann, ein bisschen Respekt habe ich schon hier. Ich nehme jetzt diese Brücke, weil ich glaube, da vorne wird es jetzt mehrig und dann fährt der Track hier durchs Wasser. Das wird ein bisschen lästig. Herzallerliebst, oder? Das Ding ist, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es hier noch Handyempfang oder sowas hat, weil bisher war das überall perfekt auf Island. Hier hat es jetzt allerdings nichts, also gar nichts. Und wenn es jetzt hier auf der Tour umlegt und man sich einen Arm bricht oder so, kann man wenigstens noch laufen, aber wenn das Bein ab ist, dann wird es blöd. Ich habe so einen Satellitentracker, der liegt allerdings im Auto. Er liegt im Auto, ich habe ihn vergessen mitzunehmen, der braucht relativ viel Saft. Das heißt aber, ich sollte den jetzt dann mal aufladen und ausmachen und im Rucksack dabei haben. Und wenn man dann mal wirklich irgendwo steht, zu Fuß oder so, dann könnte man noch heimschreiben, dass es einem gerade nicht gut geht und man Support braucht. So, Grüße an die Frau zu Hause. Wenn man hier stürzt, alle paar Tage kommt einer vorbei. Der fährt Touristen durch die Gegend und überlegt sich, ob er da wieder hochfährt, wo ich runterkam. Das ist halt ein bisschen rustikaler, aber ich glaube, der hat es drauf. Mit unserem Laster mit 9 Tonnen wollte ich hier nicht runter. Das sind so 25-30% und lose, also Luft ablassen. Also geht alles wahrscheinlich. Da unten ist der Campingplatz. Das sollte jetzt einfach sein. Reicht aber echt jetzt. Oh Mann, nicht. War das geil! Jesus! Hammer! Müsste ich es nochmal machen? Jetzt gerade nicht, ich habe echt Kohldampf, aber danach. Moinsen, Papageientaucher. Bin jetzt im Fahrrad hier einmal um die Bucht rum, sind so 5 Kilometer vom Campground. Und hier ist angeblich die Stelle auf Island, wo man am besten zu den Papageientauchern hinkommt. Da kann man auf diesen Holztreppen praktisch durchlaufen. Alle anderen Stellen ist so, dass sie sehr schwer zu erreichen sind oder du musst im Schiff hin oder stundenlang wandern. Wie man sieht, kann man hier einfach im Auto hinfahren. 2 Meter oder so sind es vielleicht. Jetzt warte ich noch auf einen, der Fische im Schnabel hat, aber mir scheint, die Kameraden sind gerade satt. Und da ist alles voll da hinten, der ganze Berg, aber da darf man nicht mehr hin. Cool, also man kommt ja bis auf Armlänge an die Vögel ran, wenn man langsam läuft. Und die sind das ganze Jahr auf See und sind nur für 2-3 Monate hier zum Brüten. Und im Moment ist es noch ein bisschen früh, also es ist ja Juni, hätte im Juli kommen müssen, im Moment sitzen sie noch auf den Eiern. Und deswegen jagen die nicht so viele Fische, sondern die holen sich halt mal so 2-3 Fische und dann ist es wieder gut. Sobald die Jungen da sind, müssen die gefüttert werden und dann geht es rein, raus. Also vielleicht finde ich mal noch irgendwo anders einen Spot, wo ich die fotografieren kann im nächsten Monat. Moin YouTube! So, ich bin immer noch ganz im Osten. Auf der Strecke über einen Gebirgspass, dessen Namen ich mir nicht merken kann, ich den vielleicht einblende. Da hinten längs runter an das Tal da oben hat es einen See und die angeblich schönste Wanderung der Gegend. Schauen wir mal, ob das stimmt. So, angekommen über dieses Schneefeld ist tatsächlich da, wenn man da hochguckt, das ist ja schon sehr geil. Und da hinten mehr runter ist noch so ein türkisfarbener, wie auch immer man es nennt,
Und dann geht die Wanderung da hinter mir auf der linken Seite der Berge weiter. Das ist allerdings Nordseite, geht noch höher und da liegt noch Schnee. Und ich habe ja nur Trekkingschuhe dabei und ohne Gebirgsausrüstung irgendwie auf alten Schneefeldern, das geht sich manchmal nicht gut aus, das brauche ich nicht. Von daher war geil hier, richtig geil. Aber es reicht jetzt auch. Gibt ein Vespa und dann zurück zum Laster. Nein, es handelt sich nicht um ein Gewitter. Der Kleine hat nur Hunger. Die gute Nachricht ist, in einer gut eingespielten Hilfskochküche finden sich immer wieder Reste, aus denen man mal schnell was zimmern kann. Und schon wird das Wetter besser. So, das war's mit Teil 2, Abenteuer Island mit dem Allradcamper. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Im nächsten Teil geht's in die Südostfjorde. Das ist so der angeblich letzte Geheimtipp Islands. Ich kann euch sagen, landschaftlich der Hammer und fahrtechnisch wird's auch sehr interessant. Gleich zu Anfang mit 18% Gefälle auf einer Lehmpiste nach unten. Das ist sehr spannend. Bis demnächst. Kommentare, Likes, Abo, ihr wisst Bescheid. Tschüss.